Ja, herzlich willkommen in Passau. Cool, dass ihr da seid. Für mich persönlich auch. Taugt mir sehr, dass ich euch mal sehe. Sound schon lange gehört. Ein paar Fragen, die ich an euch habe. Erstmal fange ich gleich an. Persönliche Frage, die mich interessiert. All-time favorite irgendwo mit 6,90 Meter. Ist der irgendwo eine wahre Begebenheit, irgendwo aus der aus dem Umfeld irgendwo da? Oder ging es darum, einfach prinzipiell die Message rüberzubringen? Also der ganze Song basiert schon auf einer wahren Geschichte. Also es gab früher wirklich diese Band Take That. Und die haben sich tatsächlich mit ihrem letzten Auftritt bei Wetten, dass danach dann aufgelöst. Also das ist schon der wahre Kern der Geschichte. Das muss man ja heutzutage, ich meine, heute im Internet, das weiß ja keiner mehr. Sind sie gleich, die machen ja wieder Musik. Ja, die gibt es ja schon wieder eben, deswegen ist es ja die schon längst überholt. Und nee, aber es ist ja tatsächlich auch wirklich, sind ja damals auch wirklich Teenager in völliger Verzweiflung aufgelöst gewesen, und es hat sich sogar, glaube ich, ein Mädchen aus dem Fenster gestürzt, hat es aber gut überlebt, weil es war nur der erste Stock. Aber ja. Okay. Nächste Frage. Ihr habt ja angefangen, mit den öffentlichen Rechtlichen zusammenzuarbeiten, mit den Reportagen, die ihr gemacht habt. Inwiefern haben die da euch irgendwo noch freie Hand gelassen, dass ihr wirklich machen konntet, was ihr wolltet und euch da ausleben? Und wo gab es dann einfach wieder Grenzen, wo da einfach die Öffentlich-Rechtlichen sagen, geht nicht? Na, die Grenze war einfach das. Entschuldige, ich will ja. Nee, die Grenze war halt schon. Dass ich auch immer was sagen darf. Gut. Die Grenze, also jetzt hat er ja was sagen dürfen, jetzt war es ja okay, jetzt kann ich ja. Genau. Nee, die Grenze war ganz klar vorgegeben, dass es dem Spielverlauf entsprechen muss. Also wir hätten jetzt nicht sagen können, keine Ahnung, Portugal verliert oder so gegen Deutschland. Hätte man schon so zusammenschneiden können, du kannst ja Tore rauslassen. Aber da haben die Öffentlich-Rechtlichen dann schon gesagt, hey, pass auf, das soll schon journalistisch sozusagen dem Anspruch, dem Wahrheitsanspruch der Öffentlich-Rechtlichen gerecht werden. Und also es musste schon dem tatsächlichen Spielverlauf entsprechen. Der Rest war im Prinzip frei. Ja. Nee. Also man muss auch dazu sagen, das Ganze ist ja so entstanden, dass ein wirklich alter Freund von uns bei der ARD in der Sportredaktion gearbeitet hat, und der dann die Idee hatte, also sie wollten einfach was mit Musik wieder machen von der ARD in der Redaktion aus, und die haben halt diskutiert, ob sie das Fußballballett aus den 70ern wieder reanimieren, wo die Leute immer so in einmal kurz vor und zurück, diese kurzen Bildschnipsel, wo man nicht so viel Geld für die FIFA zahlen muss, weil man nur 2 Sekunden braucht. Ob sie das reanimieren wollen, und da hat er gemeint, ja, aber das wäre doch viel cooler, da was zeitgemäßeres Neues zu machen, und hatte dann eben die Idee, ob man da irgendwas mit Rap machen kann, so, und hat uns eben gefragt, ob wir uns vorstellen können, sowas zu machen, und dann fanden wir es natürlich super cool und haben dann zusammen eben dieses Format entwickelt, dass man wirklich direkt danach den Track halt macht, und haben es dann auch mal vorher an einem Testspiel ausprobiert quasi, ob man das in der Zeit ordentlich hinkriegt, sendefähig, und genau, das ist dann cool gelaufen, und dann haben wir es einfach gemacht. Aber wir hatten da, was den Text und alles, was wir machen angeht, vollkommen freie Hand. Also. Steht's für Südafrika auch wieder geplant? Ist geplant, ja. Also wird auch wieder passieren. Seid ihr dann vor Ort in Südafrika oder? Es wäre ein relativer Traum, ehrlich gesagt. Da sind wir noch so ein bisschen am Überlegen, wie wir es machen. Aber ich denke mal schon, dass wir wahrscheinlich wieder hier bleiben werden. Aber das wäre natürlich mal die Krönung, irgendwie da vor Ort zu sein auch. Das wäre schon auch schön. Könnt ihr euch doch von der ARD zahlen lassen, die Reisetickets oder? Ja, ist eine gute Idee. Aber da müsste man, glaube ich, so ein bisschen kämpfen. Die Freiheit ist groß, der Geldbeutel ist nicht ganz so groß bei den Öffentlich-Rechtlichen auch nicht mehr. Aber es ist ja auch eine Sache, wie es praktikabel ist. Ich meine, wir haben ja gerade bei der EM mit den ganzen Videos und so, das ist ja schon einfach ein unfassbarer Arbeitsaufwand. Man muss halt auch aufpassen, dass man Risiken minimiert. Wenn du jetzt sagst, okay, das machen wir in München, das machen wir hier so mit einem Team, das wir schon kennen, dann weißt du, okay, das läuft auch so. Muss man, weil das muss halt sehr schnell fertig sein, kann ich sagen. Also da muss man fast, wenn man sagt, man macht es irgendwie in Südafrika im Ausland irgendwo, muss man es vorher einmal testlaufmäßig machen lassen, ob das überhaupt alles funktioniert so. Ihr arbeitet ja gerade an eurem neuen Album. Soll nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann erscheinen. Ist da irgendwo auch ein Einfluss von den Solo-Projekten, die ihr nebenbei jetzt am Laufen hattet und so weiter, irgendwo da, dass ihr sagt, hat jeder was Eigenes gemacht, euch irgendwo auch weiterentwickelt, ganz klar. Kommen da auch von den Solo-Projekten Einflüsse mit rein oder eher weniger?
Also das passiert natürlich unvermeidlich, weil das kannst du ja in dem Sinne nicht trennen. Was ist jetzt ein Einfluss vom Solo-Projekt und was ist jetzt ein Einfluss von ihm, der sich weiterentwickelt hat im Vergleich zu vor 3-4 Jahren? Also das kannst du ja in dem Sinne nicht trennen. Und ja, jeder hat sich einfach weiterentwickelt, ob durch die Solo-Projekte oder einfach so, aber auf jeden Fall bringt jeder was Neues mit ein, natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Ja, eine Frage noch zum Abschluss. Passau, heute seid ihr für den heutigen Tag auf jeden Fall Headliner, ganz klar. Was habt ihr bis jetzt mitbekommen von der Stimmung her? Wie sind die Leute drauf und bekommt ihr überhaupt irgendwas mit davon oder ist eigentlich eher weniger, nur bis ihr auf der Bühne steht, dann geht's los? Also gerade heute ist ein bisschen anstrengend für uns auch, weil wir viele Sachen einfach hinter der Bühne zu tun haben. Besprechungen, wir haben neuen Techniker dabei, lauter so Sachen. Die Playbacks, alles vorbereiten, was quasi noch so mit zum Schlagzeuger zuläuft. Also heute ist so ein Festival, wo wir eigentlich aus dem Bus aussteigen, schnell hinterrennen, damit wir alles hinkriegen vor der Show. Was ein bisschen schade ist und ich meine, was wir natürlich leider knallhart mitbekommen haben, ist, dass das Wetter relativ schlecht ist heute. Aber beim Vorbeigehen vorhin habe ich schon gesehen, so die Stimmung war eigentlich richtig gut und ich würde mich freuen, wenn sowas kleinen Schlammschlachtmäßiges nachher wieder zum Beispiel bei Safari, wie damals beim Chiemsee Reggae Open Air quasi geben würde. Sowas fände ich cool, aber ich denke mal, es wird lustig heute. Und normal kriegen wir ein bisschen mehr von Festivals mit als leider heute, weil wir spät gekommen sind und viel Backstage zu tun haben. Ja, schade, dass so viel Stress ist. Trotzdem sage ich danke. Mich gefreut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt die Show. Und ciao.